Der FCK rollt an, nicht zu Fuß, aber das ist ja schon Tradition im Trainingslager im südpfälzischen Herxheim. Und dort warten schon die Mühlen der Bewegungsoptimierung. Der neue Trainer ist mit den Arbeitsbedingungen zufrieden. Also ich denke, da haben wir es hervorragend angetroffen. Ich bin zum ersten Mal hier. Zum einen ist es eine sehr kurze Anfahrt in der Vorderpfalz. Wir fahren 3/4 Stunde von Kaiserslautern hier hin, haben zwei sehr gute Trainingsplätze, noch einen kleinen Platz, wo wir Kraft, Koordination trainieren können. Wir haben gleich den schönen Wald hier in der Umgebung. Wir haben ein sehr gutes Hotel mit guten Regenerationsmöglichkeiten. Also rundum eigentlich sehr gute Bedingungen. Das findet auch Zurückkehrer Florian Dick. Für mich war sowieso sehr einfach, weil ich viele Leute noch von früher kannte, auch im Umfeld vom FCK. Und ich denke für die Neuen auch. Wir sind eine relativ frisch zusammengewürfelte Mannschaft, viele neue, wenige, die letztes Jahr schon da waren. Von daher ist es für jeden ein bisschen was Neues und jeder muss sich so ein bisschen selber integrieren und das kriegen wir aber ganz gut hin. Ja, die Stimmung ist erstaunlicherweise sehr positiv, also gerade im Umfeld und die Fans, wie positiv die nach dem Abstieg an die ganze Sache rangehen, ist bemerkenswert und auch bewundernswert und gibt uns auch ein Stück weit Kraft und zeigt uns, dass wir das, denke ich, auch so angehen sollen. Die Fans, ein fester Bestandteil und Rückhalt für die Spieler. Rein von den Namen her, denke ich, kann man optimistisch gestimmt sein, aber das Problem ist immer durch die vielen Neuzugänge, dass sich die Mannschaft erstmal finden muss. Ja, der Bader kommt unter den Fans gut an, freut sich sowieso, weil er ein ehrlicher Arbeiter ist. Und die Fußball kennen, kennen den Fronzig aus der Bundesliga-Zeit. Das war ein eiserner Verteidiger und der auch alles gegeben hat, ähnlich wie der Florian Dick. Und ich bin überzeugt, dass er sich als Trainer auch durchsetzt. Und jetzt beginnt es einfach von Neuem und ist gute Hoffnung. Ne? Wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und beim ersten Spiel sind wir natürlich auch wieder auf dem Betze.